Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Monster Hunter Generations Ultimate. Wir befinden uns in den 9-Sternen-Quests, haben die erste schon erledigt, indem wir einen Rathalos besiegt haben, was schon ein cooler Einstieg war. Und jetzt kommen nur noch nette und große Monster. Die nächsten, die auf dem Programm stehen, habe ich schon mal geschaut. Dafür nehme ich besser mal meine Eiswaffe zur Hand. Jupp, genau die. Und ich brauche ja auch seit geraumer Zeit mal Farbbälle und ich habe versucht, sie zu kaufen und letztes Mal nicht gefunden. Aber das andere naheliegende habe ich gar nicht so geschaut, ob man sie irgendwie craften kann. Und das müsste eigentlich irgendwo gehen, genau. Farbbeere und Harzpflanze. Haben wir relativ viel von daher craften wir das mal durch, bis wir so, keine Ahnung, von den anderen Zutaten noch jeweils 20 Stück über haben für den Fall der Fälle, falls wir das auch mal für irgendein anderes Rezept brauchen. Aber ich glaube, es sind jetzt nicht so die ultra seltenen Materialien, die würde man auch relativ schnell wieder bekommen. So. Damit können wir auch wieder alles voll machen. Wir buffen uns einmal. Und weiter geht's. Hallo Questmail, was steht auf dem Programm? Zinogre-Lähmung. Fange ein Zinogre. Alles klar, muss ich dran denken, den zu fangen und nicht einfach umzuklatschen. O starker Jäger mit scharfem Schwert, auf der Zinne der Ruinen erwartet es dich. Ein donnerndes Biest mit Klauen so scharf, gleißend wie Gold im Stolz seiner Macht. Fange es lebend, Jäger, auf dass es in Demut ich es erforsche. Das hörte sich ja fast schon ein bisschen an wie, wie heißt das Kinderbuch nochmal, der Gryffalo. Die sind auch in so Reimen geschrieben und geht auch irgendwie um Monster mit knotigen Knien und keine Ahnung was. Da ist er ja schon. So, rot. Komm her, Katzenviech. Gelb. Ja, krieg ich noch ein Weiß? Gelb. Ach, ich hab Weiß jetzt bekommen. Sehr schön. Oh, ist irgendwie ein bisschen beengt hier. Das fand ich gerade beim Rathalos auch schon, diese Gegend. Okay, was gibt Ehrlich denn so handzahm? Direkt mal aufgesprungen. Zack. Da ist schon direkt was kaputt gegangen, sehr schön. Wow, danke, danke, danke. Gut, da konnte ich ihm kurz von abhalten, da irgendwas aufzuladen. Das ist immer gut beim Zinogre. Und schon wieder was kaputt. Also, der ist ja wirklich gerade ein bisschen handzahm. Ich hoffe mal, das geht bis zum Ende so weiter. Jo, es war klar, dass das irgendwie passieren würde. Jetzt ist er natürlich ein bisschen gefährlicher. Oh, aber er hat mich noch nicht erwischt. Er hat es auch wirklich auf mich abgesehen gerade. Hör auf, da rumzubritzeln. Ja, ja. Jetzt britzel ich hier auch noch rum, das heißt, ich bin auch etwas anfällig dafür, gestunt zu werden und ich will auch meinen Extraktjäger eigentlich nicht verschwenden und er ist gerade so schnell und aktiv, dass er mir wahrscheinlich super schnell aus dem Weg rennt, wenn ich den einsetze.
Naja, ich probier's mal. Nein, es hat natürlich nicht dafür gereicht. Naja, immerhin was Rotes. Ja, komm, nochmal bitte. So, jetzt bräuchte ich nochmal was Weißes. Oh, Junge, jetzt brauche ich erstmal eine Heilung. Ja, okay, von euch die Heilung nehme ich natürlich auch dankend an. Oh, wow, 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 wow. Und doch den weißen Buff rausgeholt. Fantastisch, das konnte ja schon wieder kaum besser laufen. Oh. Und noch eine kleine Heilung für mich, oder was war das? Ah ne, er wurde vorher umgehauen, leider, mein kleiner Freund. Okay, dann nutze ich mal die Gelegenheit hier und heile mich selber einmal. Und laufe ihm dann hinterher. Ja, ja, brüll du mal, Kätzchen. So, damit wäre sein komisches Energiefeld auch zerstört und er ist nicht mehr ganz so aggro. Oh nein, hier war schon ein Gebietsausgang, habe ich jetzt gar nicht, habe ich ja jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, ein bisschen mini hier die Gebiete, wo die Monster anscheinend gerne kämpfen. Oh. Ne, ich glaube, ich kriege es nicht abgebrochen wie vorhin. Na, vielleicht doch, aber gar nicht mal so viel Lust hier aus dem Gebiet rauszurennen. Komm doch mal hierher. Autsch. So. Oh nein, falsche Richtung. Aber ich glaube, es hat mich davor bewahrt, hier irgendwie noch einen Schlag mitzunehmen. Und zwar einen ordentlichen. Aua. Oh, hier waren zwei Shiny Drops. Donnerkäfersaft, der war jetzt nicht so spannend. Ich glaube, das war der vom Zinogre. Aber auch nur eine Wyvern-Träne. Ich hatte doch gerade auch noch was Weißes, oder? Vertue ich mich da? Ach Junge, dreh dich doch... Naja gut, wenn du dich so drehst, dass ich mir einen weißen Buff mitnehmen kann, ist das natürlich auch in Ordnung. Autsch. So, schön, wenn er liegt. Au. Ne, damit habe ich jetzt hinter ihm nicht so gerechnet. Oh, shit. Ach Gott, aber wenigstens konnte ich vorher was trinken. Ja, genau, weil ich sehe mich jetzt auch dreifach und vierfach in die Fresse kriege. Boah, ey, Junge. Kannst du mich hier mal vielleicht am Leben lassen? Eine Falle. Wo ist die? Da. Kommst du hier hin? Ach, komm schon, Junge. Naja, bevor mein Buff hier ausläuft, nutze mal wenigstens die Gelegenheit und hau ihm das hier in die Fresse. Ja, sauber. Wäre nur cool, wenn ich mal wieder irgendwann aufstehen würde.
Ist das ein Humpeln oder nur ein langsames Laufen? Ich glaube, es ist nur ein langsames Laufen, oder? Nee, Humpeln ist das auf jeden Fall noch gar nicht. Junge, kannst du dich mal entscheiden, wo du hin möchtest? Ja, ich finde aber langsam könnte er auch mal weghumpeln. Oh. Oi. Mitten wieder da reingebritzelt. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Er haut ja ganz schön weit ab. Ist er eventuell doch schon so weit zum Fangen? Naja, mal gucken, wenn ich da bin. Ob er sich da eventuell irgendwo zum Schlafen oder so dann hingelegt hat. Aber ich glaube, es ist kein Schlafgebiet, wo er hier ist. Ah doch, okay. Dann probieren wir es direkt. Wie jetzt? Oh Gott sei Dank. Anscheinend konnte er mir irgendwie... Ist er gegen die Blitzfalle oder was immun oder hat die sonst irgendwie zerbröselt, aber... Ich habe ja immer zwei Fallen dabei und Gott sei Dank war er auch schon so weit, aber gut, wenn er hier eher am Schlafen war, ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich. Sehr schön. Ach ja, man hat ja kaum Zeit zum Sammeln. Ich falle jedes Mal wieder drauf rein bei so einer Fangquest. Da muss man eigentlich gar nicht mehr losrennen und probieren, irgendwas zu kriegen, weil es eh nichts bringt. Ach, ich wollte meine Rüstung auch nochmal so weit pimpen, wie es geht. Ich müsste ja mittlerweile wieder zumindest so viel plus 3 Kugeln haben, dass ich jedes Teil noch einmal pimpen kann. Ich denke mal, das werde ich jetzt vor der nächsten Quest auch nochmal eben machen und dann geht es aber direkt weiter. So. Einmal Ausrüstung verbessern bitte. Und zwar genau das, was ich anhabe. Mit Rüstkugel plus 3. Was brauche ich hier? Ferrospanzer und keine Ahnung was. Okay. Aber jetzt brauche ich hier von jedem, ne? Diesen Ferrosianataurenpanzer. Alles klar. Aber trotzdem nochmal ein bisschen gepimpt, ein bisschen weniger Schaden. Sind ja alles durchaus Dinge, die weiterhelfen. Ach, schon wieder nicht mehr genug Megatränke. Aber Honig habe ich jetzt auf jeden Fall genug. So, soll erstmal reichen. Weil ich jetzt schnell die Quest hier weitermachen möchte.
So, was steht auf dem Programm? Ein Gravios. Ich soll den Kopf verletzen, Gefahr. Mal gucken, was einem hier noch so alles über den Weg läuft. Gravios ist die wichtige Quest quasi von Stufe 8 gewesen. Ist ein relativ großes, gepanzertes Viech. Moment, als plötzlich ein Gravios auftauchte, ist mein Team auf der Zinne der Ruinenbruch gelandet. Jetzt frisst er auch noch unsere zur Untersuchung gesammelten Proben, da er sich hauptsächlich von Erz ernährt. Könntest du uns helfen, bevor wir mit leeren Händen dastehen? Natürlich. Also der Gravios ist ein stark gepanzertes Viech, eigentlich überall gepanzert. Ich habe aber im letzten Kampf festgestellt, also seine Beine sind auch gepanzert, aber wenn man da den Panzer einmal weg hat, dann geht es eigentlich relativ schnell. Fliegt da super oft auf die Nase. Ich meine, ist natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass der Kampf dann auch schon relativ lange lief, bis man mal die Panzer an den Beinen weggeschlagen hat. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie, dass ich mich erstmal auf seine Beine fokussieren werde. Und versuchen werde, ihm den Beinpanzer halt wegzuschlagen. Der Gravios. Ist nur die Frage, wo der Gute sich so rumtreibt. Dieses Donnergrollen hier, denke ich jedes Mal, was taucht denn da hinter mir auf? Aber okay, es ist nur ein Donnergrollen. Nö. Nicht vorhanden. Gravios, wo hältst du dich auf? Hier in den Höhlen? Auch nicht. Vielleicht bin ich alle Gebiete einmal abgerannt. Das ist mir jetzt auch schon länger nicht mehr vorgekommen, muss ich sagen. Am Anfang habe ich auch relativ viel darüber geflucht, dass ich, wenn ich die Monster suche, dass ich sie üblicherweise erst im allerletzten Gebiet antreffe. Aber jetzt ist es anscheinend mal wieder soweit. Weil die letzten Quests war das immer alles relativ geschmeidig. Da habe ich sie relativ schnell gefunden, die Monster. Aber jetzt, was stimmt mit diesem Gravios nicht? Wo treibt er sich rum? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Bin jetzt überall gewesen. Quasi jetzt schon teilweise zum zweiten Mal und nirgendwo hängt da rum. Ich hoffe, der Questgeber hat mich hier im richtigen Gebiet überhaupt abgesetzt. Ach, Entschuldigung, Gravios läuft doch im Vulkan rum. Oh, haben wir uns wohl vertan. Aha. Aha. Boah, und er ist so hoch, das gibt's gar nicht. Kaum eine Chance, da an irgendwelche Buffs zu kommen. Aber gut, den roten Buff kann ich mir hier auch... Aber mich wundert es gerade, seine Füße sind gar nicht gepanzert. Kann das sein? War das ein Feature der dringenden Quest? Er ist generell überhaupt nicht so gepanzert, oder? Au. Ja. Oh, ich stand mitten drunter. Nein, nein, nein. Ich bin schon fast so weit, dass ich mir eine Heilung reindrücken muss. Ach ja, vor allen Dingen, wenn er weiter so macht. Ich weiß, hier bin ich nicht sicher, weil sie das Ding hier kaputt machen können.
Ah, ich würde gerne den roten Buff auch nochmal irgendwie erneuern. Bevor ich ihn jetzt nochmal richtig anspringe. Oh, da ist schon mal ein gelber, aber an den roten muss man halt erstmal drankommen. Ah, da ist er. Sehr schön, dann haben wir jetzt sogar einen Dreifach-Buff. Oh oh. Oh, ich glaube, den bin ich elegant. War das gerade doch schon ein richtiger Hit? Nee, ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich drauf. Oh, das war relativ knapp gewesen, da war ich etwas sehr mutig gewesen mit dem Weiterstochen, während er den Wutanfall hatte. Aber er ist überhaupt nicht gepanzert, was soll das? Warum war der denn in der dringenden Quest so krass gepanzert und hier quasi überhaupt nicht mehr? Ah, jetzt ist er gepanzert. Das hat anscheinend was mit seinem Zustand zu tun, ob er wütend ist und so. Autsch. Dann war er quasi in der dringenden Quest die ganze Zeit wütend, kann das sein? Ach, wie ich jedes Mal da drin stehe. Man prallt auch so beschissen ab, Entschuldigung, wenn man vor so einen Panzer haut. Oder behält er jetzt die ganze Zeit diesen Zustand und kommt da gar nicht mehr raus, dass er den in so einem normalen Kampf einfach nur etwas später aktiviert als in dem dringenden Kampf. Und ich muss jetzt doch hier mal so lange weitermachen, bis ich die Panzer an den Füßen hier gebrochen habe. Wow, das war knapp gewesen. Okay, da habe ich auch schon was angebrochen. Da auch, ey. Aber wenn man ihn einmal irgendwo angeknackst hat, dann geht es so schnell. So, den Dreifach-Buff haben wir sicher. Oh oh. Ah, diesmal hat er gar nicht den vollen Feuerrundumschlag da gemacht. Ah, jetzt aber. Ne, doch nicht. Oder kann er das jetzt nicht mehr, wenn man ihm den Rücken da zerschreddert hat? Aber der andere Fuß hier ist noch gepanzert. Oder sind sie jetzt beide wieder gepanzert? Nee. Ich glaube, nur der eine Fuß ist gepanzert. Ah doch, jetzt hat er es doch wieder hingekriegt mit seinem roten Feuerwulst da um sich rum. Okay, er wechselt das Gebiet. Ich werde ihm dann nochmal einen Farbball draufschmeißen. Weil ich wenig Lust habe, wie beim Rathalos, ihn irgendwann zu verlieren. Ich schätze mal, wenn ich ihm jetzt noch einen Farbball draufschmeiße, sollte das bis zum Ende des Kampfes reichen. Könnte ich mir auch nochmal einen kleinen Heiltrank gönnen.
Okay. Da hat schon wieder irgendwas geknackt. Oh, geil. Dreifach Buff geholt, wie auch immer. Jo, wenn er das macht, ist immer relativ schwierig wegzukommen. Wie oft er einfach umkippt, wenn er keine Panzerung mehr hat irgendwo und einigermaßen angeschlagen ist an seinen Beinen. Da liegt er mehr auf dem Boden als, ja, als er steht. Schon wieder irgendwas kaputt. Oh, ich stehe schon wieder mittendrin. Ja, jetzt brauche ich erstmal eine Heilung. Aber ich habe schon wieder einen Extraktjäger fertig. Das heißt, ich kann mir auch gleich schon wieder einen Buff holen. Oh. Okay, ich hatte eigentlich den Eindruck, er wollte irgendwo hinweglaufen. Aber offensichtlich war das gar nicht so der Fall gewesen. Oh, meine Buffs sind weg. Dann könnte ich mir jetzt nochmal den hier gönnen. Und er liegt schon wieder. Und eine Falle liegt auch noch bereit. Ob ich ihn da reinbuxiert kriege? Wo liegt sie denn? Hier. Ach ja, ich weiß ja nicht. Okay, er humpelt weg. Das war ja doch dann irgendwie wesentlich entspannter, als ich es, naja, zumindest aus der dringenden Quest in Erinnerung hatte. Er ist ohne Panzer gestartet und der Panzer an seinen Füßen hat auch nur einen Bruchteil der Zeit gehalten, wie er in der dringenden Quest gehalten hat, gefühlt. Oh nein, voll vorbeigefeuert. Das war jetzt natürlich nochmal super dämlich gewesen. Na, da wollte ich gerade eben noch das Kinsekt reinschießen. Das hat aber anscheinend auch nicht so richtig funktioniert. Genau, mach du das mal vielleicht. Ah, ne, es hat nicht gereicht hier, um was Rotes zu kriegen. Aua. Ach, orange, Mann. Ich will rot. Oh, jetzt laufe ich auch noch ins falsche Gebiet rein. Oder ins nächste Gebiet. Ja, keine Ahnung, also in der dringenden Quest war der Gravios hier, oder wie er heißt, auf jeden Fall doch ein bisschen mehr gebufft, habe ich den Eindruck, als jetzt gerade. Ach Mann, gib mir doch einfach... Oh, ich kriege einen Anfall. Er humpelt eh schon wieder irgendwo hin. Ich will doch eigentlich nur einen roten Buff haben. Ja, danke, es geht doch.
Oh nein! Es ist so geil, wenn sie versuchen, einen mit ihrem Schwanz zu erwischen und man steht genau unter ihnen und sie drehen sich einfach die ganze Zeit im Kreis um einen rum oder über einen hinweg, wie man es auch immer nennen will. So, ich hätte doch den Eindruck, dass es das jetzt mal langsam gewesen sein müsste. Jo. Ja, das lief ja wirklich bombastisch. 4 Tränke gebraucht, das finde ich eigentlich eine ganz gute Bilanz hier für den Gravios und vor allen Dingen für die Art und Weise, wie ich ihm halt aus der dringenden Quest in Erinnerung hatte. Coole Sache auf jeden Fall. Dann nehmen wir die Insekten hier mit. Und die Erze. Jo, schön, schön. Ein paar Höllenbeutel und Koma-Beutel. Was will man mehr? Ja, das war doch cool gewesen. Eine Zinogre umgehauen, den Gravios hier viel schneller umgehauen als gedacht. Das war doch wieder wirklich sehr erfolgreich. Also bisher kann ich mich über meinen Start in die 9-Sterne-Quest gar nicht so stark beschweren. Was wir noch an weiteren Quests und Monstern auf mich und uns zukommt, das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.